Schön, dass du dabei bist bei der weiteren Folge von Zombie Army Dead War 4 auf unserem Kanal, die Game of the Apocalypse, mit dem Dennis und mir, das alte Team. Wir spielen die nächste Runde vom Kapitel und zeigen euch wieder, beziehungsweise zeigen euch wieder das neue Kapitel und alle sammelbaren Gegenstände. Wir lassen es wieder knacken. Ja. Was ist denn das so, hier für ein Dennis, Pornokeller? Weißt du, was lustig ist? In diesem kompletten Raum, in dem wir uns jetzt hier gerade befinden, ist alles Sammelbares drin. Was? Schließen die Konstruktion der Arkan-Sprengstoff in unter 12 Minuten ab. Wir müssen das Ding irgendwie in 12 Minuten reißen hier. Ja. Ist das machbar? Ja. Also wenn es nicht machbar wäre, dann würde es ja nie dastehen. Das ist schon machbar, aber wir müssten halt dann gut durchrushen. Na, dann rushen wir mal. Mal so. Ich weiß ja nicht mal, was ich hier machen muss. Einfach dem Pfeil folgen. Was denn für ein Pfeil? Ich habe hier keinen. Ach doch, da ist ein Pfeil. Oh, ich war am Pfeil. Aha. Jetzt ist der Pfeil wieder woanders. Oh, hier liegt die Prediger. Die nehmen wir nochmal mit. Kannst du dir natürlich gerne schnappen. Ich gehe mal wieder zum anderen Pfeil. Ja. Haben wir hier ein klitzekleines Problemchen. Wieso? Der Pfeil zeigt hinter die Wand. Bist du schon unten? Ja. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin ab einfach mal alles eingesammelt, was wir einsammeln können. Ach so, ja, okay, ich weiß, wo das ist. Das ist jetzt wieder woanders. Ja, wie viel ist ja in unter 12 Minuten schaffen? So, jetzt müssen wir uns mal beeilen. Ja, das Ding ist, das ist irgendwie in der Wand hier. Das Sein ist es unten irgendwo, aber unten ist auch nichts. Ich gehe jetzt einfach mal runter. Wieso ist denn das? Wieso zeigt denn jetzt schon wieder eine andere Richtung? Du musst diesem Stern da folgen. Was denn für ein Stern? Ah ja, da oben, diesen Kompass, der zeigt dir doch dann, wo das ist. Ja, das. Findest du das verwirrend? Der wechselt die ganze Zeit in eine andere Richtung, wenn ich da irgendwo war. Ah, jetzt, das mal. Meine Komponente. So. Ah, ich glaube, die Prediger hebe ich mir noch auf die 12 Schuss. Solltest du, es wird noch lustiger. Die verschwende ich nie für einen einzelnen Gegner. Hast du dir das Upgrade-Kit geholt? Nee, ja, wahrscheinlich nicht. Was denn für ein Upgrade-Kit? Das, was wir hier brauchen, komm mal her zu mir. Komm mal her zu Onkel Lukas. Warte mal, ich mache erstmal kurz, obwohl ich muss sogar runter zu dir. Oh, was für ein heldenhafter Sprung. Wo bist denn du? Hier. Ja, wo ist denn hier? Da, wo die blaue Markierung ist. Wo ist denn hier? Oder gehst du hier rein und läufst links und dann geradeaus. Ja, da ist es, ich sehe es. Alles andere habe ich sogar schon eingesammelt. Ach Gott, ne, ist das alles aufregend hier. Was hat denn das eigentlich mit einem Zoo zu tun? Nein, ich habe mich vertan, das nächste Kapitel ist der Zoo. Du musst hierher kommen, Dennis. Ja, warte mal, ich muss erstmal die Prediger wieder aufsammeln. Ja, ich verloren. Oh, ja, ich unterwegs so ist verloren. 12 Minuten. Ah, guck mal hier, das machen wir jetzt. Pass mal auf, wir rushen das jetzt und dann lebt der Lachs. Ich weiß noch, was auf uns zukommt. Ne, ich auch. Bewege jetzt dein Bobo daher und installiere den Käse. Carlos. Genau, mach die zwei mal glatt. Denn wird er auch noch. Ich will die Prediger nicht benutzen. Töten, nicht töten. Warum nie? Au. Ups. Du bist so ein Witzbold. Lol. Hinter uns die Rakete ist angegangen.
Das war eine richtig starke Aktion von dir, Lukas. Richtig stark war die. Ich Die kann es kaum Rakete in. ist hinter uns angegangen. Das kann ich kaum in Worte fassen, wie stark das von dir war. Ja, was soll ich denn machen? Die Rakete hinter uns ist auf einmal angegangen. Dafür kann ich ja wohl Wieso nichts. bist du auf immer wieder am Leben gewesen? Tja, Uri Geller. Auf die Kalibrierung warten. Guck mal, 5 Minuten 12. Easy. Ja. Wo ist denn die Prediger hier? Da ist eine Rakete an hier. Hier sind jetzt ganz viele Selbstmörder. Och Hier ist Mann. irgendwie alles ganz viel. Ja. Oh mein Gott! Oh Mann, ich hab so wenig Money. Wir müssen den Sprengstoff bewegen, schnell. Was denn für ein Sprengstoff? Der uns markiert, mit dem wir da eben kalibriert haben. Den brauchen wir wieder. So, erstmal ein paar Punkte gemacht. So. Hast du ihn? Dann hierher bewegen. Irgendwo meine Prediger verloren. Ich weiß nicht, ob es schon leer war. Das weiß ich nicht. What now? Ja, ich glaube, die war schon leer. Turbinenstartung, um Laden aufzubauen. Ich geh grad mal hin. Bleib du unten. Ich will aber nicht unten warten. Doch, du darfst unten warten. Du stirbst doch nicht. Ach, hör auf. Wenn du sowas schon sagst. Göttliche Granaten. Aua. Hier sind wieder ganz viele Zombies. Halleluja. Ja. Halleluja. Ja. So, wo ist denn der Kern? Geh mal hoch die Aufgabe vielleicht. Oder ich gehe hoch die Aufgabe machen, was du Ja, mach du unten. mal. Jo. Ich komm. Bist du mit Strom etwa? Ja, ich bin mit Strom. Dann komme ich da nicht runter. Hättest du das nicht einmal sagen können, dass ich jetzt hier am Strom wieder verrecke? Ach so, ich bin wieder da. Um ehrlich zu sein, wusste ich es nicht. Starte Auch den wenn es ein Plus Biodestillator. 2. Was für ein Prozess? Hier drüben. Komm, komm. 12 Minuten. Beeil dich. Ja, was? Go, go, 12 go, go, Power Minuten? Rangers. Los, los. 12 Also ich muss Minuten? dir gestehen, ich hab's davor auch nicht geschafft. Guck, jetzt kannst du da reingucken. Und diese Glasdinger da. Oh, Alter, werden die zerhäckselt? Weiß ich nicht, aber ich glaube ja. Ist ja richtig geil. Die werden verhext.
Ich glaube, Trophäe, Kill der Woche. Ah, okay. Das war das mit dem. Mit was? Was erschlagen mit so einem Ding. Ja, wir haben noch 2 Minuten. Das könnten wir vielleicht schaffen. Das ist doch super. Aber nur vielleicht, aber dann müssen wir jetzt echt Gummi geben. Na dann, an dir soll es nicht scheitern. Ja, halt warten. Nimm das Ding da. Was für ein Ding da? Was? Wieso muss ich das Ding da jetzt installieren? Ich habe das gerade eben aufgehoben. So. Start die letzte Infusionsturbine. Ja. Jetzt bleibe ich, jetzt komme ich aber mit hoch. Bitte, ja. Oh, 45 Sekunden noch. Na, das wird eng. Der zweite knistert. Ach nee, der Kommandant hätte sie auch drauf und das kann man vergessen. Ja, wir haben ein bisschen zu lang gebraucht. Schade. Der Dennis war schuld. Du warst schuld. Durch deinen dummen Raketenkill dort, wo du uns Bilder gerippt hast. Das hat uns gar keine Zeit gekostet. Überhaupt nicht. Wir müssen die Zombies da abhalten, gell? Wenn die das Ding kaputt machen, sind wir am Säckle. Ätzend nicht. Jo, die sind alle sauber in Flammen aufgegangen. Rasender Zombie. So, jetzt. Jetzt knistert's aber. Ja, das hat mich auch gerade ein bisschen überfordert. Ja, oh. Was wollt ihr denn? So, jetzt noch an die Rakete. Ich hoffe, du hast Zeit. Und laufen. Was machst denn du da? So einen Riss öffnen. Warum? Aua, da kommen ein paar Zombies raus. Ich dachte mir, ich mach's so mal ein bisschen lustiger. Und weiter geht's. Ach du, Mutter Maria! Ja, dann gaunert ihr halt. Was soll ich denn hier gaunern? Ja. Oh weia, der sagt nicht, dass du tot bist. Wie geht denn das Scheißding an? Was für ein Scheißding an? Die Rakete! Ich muss da hin, aber hier sind ein paar Zombies. Aua! Unterschlupf erreichen. So, das wird jetzt lustig. Wenn du dich weggebrutzelt werden willst, sollten wir gehen. Ich will aber weggebrutzelt werden. Willst du nicht? Dennis, ja. Wir sollten gehen. Was ist denn wir? Hat da mal keinen Stress, Junge.
alles easy. Das war's schon. Haben's geschafft. Was ein Käse. Eigentlich kommt noch eine Videofrequenz. Vielleicht kommt sie noch. Vielen Dank fürs Zusehen an der Stelle. Wir sehen uns in der nächsten Runde von Zombie Army Dead War 4. Bis dahin, macht's gut, macht's besser. Eure Gamer der Apokalypse. Ciao, ciao. Tschüssi.